Und willkommen zurück zum Terrenkonflikt. Ich bin wieder in Trantor. Hier war ich schon vor 3 Stunden. ich habe nach der Aufnahme festgestellt, dass OBS wohl mit dem letzten Update alles zurückgestellt hat. Der hat nichts mehr aufgenommen, der hat nichts mehr abgespeichert, der hat meine sämtlichen Grafikeinstellungen rausgeschmissen. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt wieder hinbekommen. Könnt ihr mal bitte was zu der Grafik sagen? Ich probiere jetzt mal die Aufnahme. Hoffentlich funktioniert's. Was natürlich jetzt die Nachteile mit sich bringt, ich habe das Ganze schon mal gespielt. Hier, gespeichert. 3-mal abgespeichert habe ich heute schon. Jetzt ist es übrigens 14 Uhr in der Aufnahme, wo ich das aufnehme. Also, ein schöner, entspannter Ostermontag. Was wollte ich machen? Richtig. Ich war gerade dabei abzukotzen zum Thema Energiezellen. Jetzt muss ich mal gucken. Und zwar hatte ich hier einen Laufburschen, den da. Kommandokonsole. Jetzt habe ich natürlich nicht abgespeichert. Ja, sah ich doch. Er hat nichts abgespeichert. Also gut. Und zwar meine Idee war folgende. Ich nehme die externe Warenlogistik. Gesamte Wegpunktliste löschen. Danke. Station anfügen. Und jetzt nimmst du mal bitte die Fabrikstation. Da kannst du einladen. Habe ich jetzt gesagt? Energiezellen. Und zwar 10.000 Stück. So. Dann kopieren. Und du wirst hier jetzt auch machen. Warte. Wegpunkte. Nein, halt, wie waren das jetzt? Genau, Schwungenergie auftanken, sofern du das brauchst. Wird eigentlich nicht brauchen, weil der kann ja gleich nach nebenan fliegen. So, danke. Jetzt, zweiter Wegpunkt. Dort, Wegpunkt Nummer 2. Eingehende Nachricht. Dort wirst du Energiezellen ausladen und zwar 10.000 Stück. So. Das verstehe ich immer nicht, warum der mir die hier hinterher schmeißt, die ich eigentlich nicht haben will. So. Er fliegt jetzt nach Trantor. Lädt Energiezellen ein, lädt seine Schwungenergie auf, sofern er welche verbraucht hat, fliegt zum Xenon-Hub, lädt sie ab. Danke. Das speichern wir jetzt ab unter ich brauche ja, weil ich habe festgestellt, es geht ja nicht einfach, den mit Energiezellen rüberschicken und dann bin ich fertig. Ich brauche ja nicht 10.000, sondern 100.000. So. Kommando akzeptiert. Kommando, Kommandokonsole, Handel, Warenlogistik. Hatte ich jetzt die anderen Punkte gemacht? Das ist egal. Ja. Ah ja, richtig. Hier wollte ich erhöhen auf 1.000. So. Energiezellenversorger. So. Gut.
Fertig. Theoretisch muss er nicht nur 100.000, sondern 200.000 rüberschicken, weil ich ja dann noch das dritte hab. Paar losschicken will. So. Gut. Und normalerweise kann der jetzt theoretisch nur hier hochfliegen und dann ist er schon im Hub. Der Hub ist ja gleich hier. Der ist erstmal eine Weile beschäftigt. Und jetzt werde ich Spiel speichern. Mir ist nämlich vorhin das Spiel nochmal abgestürzt. Hat er natürlich nicht aufgenommen, weil er ja nichts aufgenommen hat. Und da hatte ich mir dann die Frage gestellt, wenn das jetzt instabil wird, ob ich, wenn ich mit dem Plot durch bin und wenn ich mit den 1000 Folgen durch bin, Farnum's Legacy mal installiere. Kann ich Farnum's Legacy parallel hierzu installieren, also sprich komplett eigene Ordner, komplett eigene Mods, komplett eigenes Spiel, damit ich die sozusagen parallel haben kann. Weil wenn Farnum's Legacy dann doch nichts ist, will ich natürlich hier wieder zurück. Und ich muss zusehen, dass ich... Laufbursche hat seinen Dicht beendet. Dass ich, nee, halt. Ich will jetzt hier auftanken. Ich muss zusehen, dass ich wahrscheinlich die letzten Mods, die ich installiert habe. Und zwar dieses Springen hier. In der Kommandokonsole. Autopilot, Kommandokonsole, Navigation. Diese zusätzlichen Dinger hier. Dass ich diese Mod wieder entferne, weil, ja, wie gesagt, wird instabil und ich kann keine Doppelsachen mehr machen. Also hier springe und fliege zu Station. Das habe ich noch nie ausprobiert, von hier. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Er springt aber nicht. Seht ihr das? ...30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beep. Nichts passiert. Autopilot, Kommandokonsole, Navigation. Wenn ich jetzt aber einzeln mache, springe in Sektor. Das macht er. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Und das ist kein Spiel, weil ich brauche diesen Doppelbefehl. Ich kann nicht alles, Erreiche System, Terraner. Und mal zweimal machen. Autopilot deaktiviert. Ja. So. Er dockt an am Erkundungssee für. Das ist schon mal gut. Orkan. Spezial. So. Kommando akzeptiert. Alles klar. Jetzt haben wir unsere dritte Station. Silizium Terraner 3. So, jetzt muss ich den hier. Kommandokonsole, Handel, interne Warnlogistik. Produzenten und Verbraucher den dritten Verbraucher hinzufügen. So. Kommando akzeptiert. Gut. Und die hier haben schon Siliziumscheiben. 180 Stück, die kriegen Energiezellen, wunderbar. Siliziumscheiben 130 Stück. Wunderbar. Und der hier wartet dann natürlich noch auf seine Energiezellen. Das macht der hier.
Was machst du gerade? Ziel Farnums Handelsstation. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ihn jetzt auf Start gedrückt. Das heißt, er fliegt jetzt... Wo sind deine Energiezellen hin? Moment. Stopp mal. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Du solltest 1500 übrig behalten, steht dort. Ah, Frachterladeraum. Pass mal auf. So. Du machst mal nur mit 80.000, mit 80%. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Der will doch jetzt nicht von hier aus zu Fuß gehen. Kann er ja gar nicht. Es gibt ja noch gar keine Verbindung hier raus. Es gibt ja noch gar keine Verbindung hier raus, Freundchen. Notsignal von Balajis Freude. Balaji? Okay. Ja, den muss ich eigentlich auch umlegen. Aber ich muss erstmal den hier fertig werden. Orca. Oh, warte mal. Mal sehen, ob der Befehl funktioniert. Ach so, geht ja gar nicht mit Station. Ja, springe, fliege zur Heimatbahn. Okay, geht nicht. Die Befehle hier funktionieren überhaupt nicht. Also, die beiden unteren. Kommando akzeptiert. So. Wie lange brauchst du zum Andocken, Freundchen? Notsignal von Farnums Legende. Das ist der kleine Elite. Eingehende Nachricht. Kommando, Konsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando gut. Akzeptiert. So. Eingehende Nachricht. Was macht er hier? Er dockt immer noch an. Asteroidenscanner hat angedockt. Sehr gut. Navigation. Springe. Kommando akzeptiert. So. Eingehende Nachricht. Der hat angedockt. Sehr gut. Energiezellen transferiert. So. Eingehende Nachricht. Ach, das ist wieder hier. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. So, Klicker, Klicker, Klicker. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, jetzt habe ich den hier rausgeschickt. Kommando, Kommandokonsole. Handel. Kommando akzeptiert. Jetzt springt er nach... Jetzt springt er wenigstens nach Farnums Legende. Gut. Soll er von mir aus machen.
Soll er von mir aus machen. So. Asteroid. Und ich will jetzt noch ein Schiff klar machen, was die Siliziumzellen von hier einsammelt und zum Hub bringt. So. Das heißt, ich springe als erstes Mal nach Trantor zum Auftanken. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Okay. Ich glaube, ich kann die Sättigung noch ein bisschen runterdrehen. Erreiche System, Trantor. So. Jetzt müsste ja in Farnums Legende eine Elite aufgetaucht sein. Wie kommt der so schnell? Ach, der springt immer in die Sektormitte, stimmt. Gut. Kontrollzentrum. Ich werde jetzt hier mal andocken. Zack, abgespeichert. Der Laufbursche sollte jetzt theoretisch... Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Doch. Galaxiekarte. Der Laufbursche macht den Hub. Da ist er. Genau. 10.000 lieferst du rüber, 2.000 behältst du für dich. Kann er ja als Lehrling machen. Hat ja kein Problem mit, der muss ja bloß nebenan fliegen. So. Aber in Farnhams, der stört mich jetzt ein bisschen. Ist er schon wieder unterwegs? Hier. Ist das der? Siliziumversorger? Nee, halt, das ist ein Falscher. Wen hatte ich denn jetzt? Den Hub-Lieferer. Hatte ich den hier nicht hingeschickt? Eingehende Nachricht. Oder habe ich jetzt sogar falsch gemacht? Da fehlt mir doch einer jetzt. Wo ist denn der, den ich eben losgeschickt habe? Der ist dann nach Farnums Legende gesprungen. Hat ich den falschen Namen gegeben? Versorger für die Trantor-Werft. So. Trantor-Lieferer. Siliziumversorger für die Tyraner. Ressourcenproduktion Antigone, das ist der falsche. Was machst du? Produktliste. Energiezellen. Doch, das ist der richtige. Produzenten und Verbraucher. Drei Produzenten. Ressourcenproduktion, Fabrikstation Trantor. Ach, deshalb fliegt er dahin. Der darf auch von hier Energiezellen holen. Richtig. Und Verbraucher sind 1, 2, 3. Ja, ist alles richtig. Tyraner? Ach, Siliziumversorger.
Ja, Siliziuminenversorger mit Energie. Gott. Ich und meine Logik. Raketenabwehr Moskito hat aktiviert. Gut. Thema erledigt, der funktioniert. So. Funktioniert doch alles. Nein. Es funktioniert nicht alles. Ich brauche nämlich noch einen Frachter, der eigentlich hier oben rumgammelte. Genau, der Kristallfrachter Hub. Eingehende Nachricht. Handel. Interne Warenlogistik. Warum kann ich jetzt keine Energiezellen hinzufügen? Ach, weil ich keine Energiezellen, Siliziumzellen habe. Siliziumscheiben. Transferiert. So. Du hast ja gar kein Silizium hier. Ja, logisch, wird ja mal abgeholt. Du produzierst es ja und dann wird es ja nach außen transportiert. Scheiß drauf. Energiezellen. Transferiert. So. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe in Sektor. Kommando akzeptiert. Er ist wieder zu Hause. Gut. So. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte den Kristallfrachter Hub zu einem Siliziumfrachter machen und der soll dann von den drei Energie... von den drei Siliziumminen das Silizium in den Hub transportieren. So. Andockerlaubnis erteilt. Damit ich Kommando die Siliziumscheiben auswählen kann, bringt jetzt ein paar hin, die lade ich dann um und dann kann ich ihm einklicken, dass er Siliziumscheiben, weil ich kann hier Kommando, Konsole, Handel, interne Warenlogistik, Produktliste, kann ich keine Siliziumscheiben einwählen. Weil er keine Siliziumscheiben vor Ort hat. Und deshalb kriegt er Siliziumscheiben. So. Und deshalb kann ich nämlich auch keine Produzenten und Versorger machen, weil ich keine Produkte eingeben kann. So, also warte ich jetzt auf den. Und der macht keine Moskitos. Moskitorakete, Waffensysteme, bereit. Jetzt macht er Moskitos. So. Gut. Auf den warte ich jetzt. Meine Missionen. Verbinden Sie den Hub. Dafür brauche ich die Energiezellen und hier brauche ich die Siliziumscheiben. Das sind jetzt meine wichtigen Sachen. Ansonsten habe ich nicht viel zu tun. Ich habe noch meinen Navigator. Richtig, die Navigatoren. Ich wollte den Gona Ranger losschicken. Da. Gelandete Schiffe. Hat der Streithammelwerfer einen Navigator? Nein. Weil du hast keine Lebenserhaltung. Lebenserhaltung für Frachtraum?
an Streithammelwerfer. Düdelüt. Danke. So. Jetzt müsste der Ranger. Halt. Ranger, erweiterte Optionen, Warenaustausch mit Streithammelwerfer. Jetzt spare ich mir die Klickerei. Energiezellen transferiert. Passagier transferiert. So. Gut. Theoretisch könnte doch der Erkundungsseeführer. Passagier transferiert. Auch einen bekommen. So. Und jetzt müsste ich meine Gona Ranger irgendwo absetzen, damit er Leute kauft. Richtig? Stationseinstellung verändern. Energiezellen. Energiezellen transferiert. So. Abdocken. Irgendwo hinfliegen. H oder I? H. Wolkenbasis Südost, Antigone Memorial. Argon Ausrüstungsdock, Wolkenbasis Südost, in 5 Sprüngen. Alles klar. Das heißt, ich nehme jetzt Wolkenbasis Südost, Ausrüstungsdock. Gelandete Schiffe. Komm an. Das ist Leutnant, oder? Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Bringe in Sektor Wolkenbasis Südost. Kommando akzeptiert. So. Der müsste. Der Gona Ranger, genau, der sorgt ja jetzt für. Ja. Eingehende Nachricht. Siliziumfrachter Hub. Richtig. Also. Stationseinstellung verändern. Halt. Du gibst jetzt die. Silizium. Siliziumscheiben. Ja! Okay, das hat geklappt. Jetzt. Produzenten und Verbraucher. Produzenten. Ihr drei? Ja. Verbraucher? Xenon Hub. Ja. Versorgungsbedingungen ist eigentlich egal. Schwungantriebseinstellungen. Schwungenergievorrat 800 reicht. Notsprung ja. Bei 95. Spezielle Ausrüstung. Ja, 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 ja. Danke. Automatische Benennung. 4. Ja. Eingehende Nachricht. Daten speichern. Xenon Hub. So. Und wenn ich dir jetzt sage, starten. Kommando akzeptiert. Was machst du dann? Da bist du in Bereitschaft. Warum?
Du solltest also losgehen und Silizium holen. Hä? Warum ist das schon wieder auf Null? Schmeiße ich jetzt wieder nach Farnums Legende. Das scheint nämlich wieder doch nicht zu funktionieren. So. Und jetzt nochmal. Kommando. Kommandokonsole. Handel. Warnlogistik. Produktliste. Siliziumscheiben. Produzenten und Verbraucher. Hä? Siliziumscheiben. So. Produzenten und Verbraucher. Verbraucher hinzufügen. Der will mich doch verarschen hier. Xenon Hub. Danke. Produzenten. Produzent hinzufügen. Eins, zwei, drei Produzenten hinzugefügt. Danke. Ach na ja, dann lass sie ruhig drinnen. So. Daten speichern. Xenon hat. So. Die Reste haben wir ja nicht verändert, oder? Nö. Gut, dann starten. Kommando akzeptiert. Springen Sektor T. Endlich! Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, du hast. Signal von 18 Milliarden. Du hast einen Navigator an Bord. Das heißt, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, hast du 5 Navigatoren an Bord. So. Wer wollte jetzt noch was von mir? 18 Milliarden, ja gut. Mein Gott, war das ein Akt. Ich hoffe, jetzt funktioniert das endlich. Ja, ich muss mir dann nochmal die Mods angucken, dass es hier, dass ich wieder Doppelaufgaben machen kann. Also sprich, springe in Sektor. So. Springe in Sektor und fliege zu Station. Das brauche ich. Hier. Springe und fliege zu Station. Wo bin ich denn jetzt? Da unten. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Na gut, jetzt springt er natürlich nicht, weil ich, Autopilot deaktiviert. Warte mal, das müsste doch eigentlich funktionieren. Kommandokonsole, Navigation. Mal gucken, ob der das kann, wenn ich drin sitze und zugucke. Springe und fliege zu Station. Wo machen wir heute Feierabend? Elinas Glück sind wir lange nicht mehr gewesen. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ach, jetzt macht das! 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Autopilot aktiviert. Jetzt macht das! Cool. Erreiche System. Elinas Glück. Siliziummine. L. Alpha. Dein Silizium wird abgeholt. Okay. So. Jetzt macht er das. Interessant. Hole Ware ab. Du hast 1000 Energiezellen an Bord, hast 300 Siliziumscheiben.
Ach, der kann sogar mehrere. Also der sammelt erst rundherum ein, bis er voll ist. Und dann springt er zurück zum Hub. Eingehende Nachricht. Ranger, du wartest. Sehr gut. Naja, komm. Autopilot deaktiviert. Bis der fertig ist hier, ist Ostern vorbei. Oh, warte, wir haben ja Ostern. Ist Weihnachten vorbei. Gut. Hat es doch halbwegs funktioniert mit der Folge. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt was geworden. Wenn nicht, werdet ihr das nie zur Verfügung, nie zu Gesicht bekommen. Also sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.